eiskalter Herbst. Und es riecht nach Kastanien. Ansonsten bin ich da. Und du bist nicht da. Von heute auf morgen weg, du lebst jetzt in Spanien. Und hoffst, dass mir gut geht. Es ist leider so. Ach, dazu muss ich sagen, das ist heute eine Premiere für euch alle, weil ich lese eben heute aus der Malika mein erster Roman, aber es ist jetzt heute die erste Lesung mit Musik, da könnt ihr dabei sein, ja. Wir haben uns der Reinhard und ich ein paar Mal getroffen und uns was Schönes ausgedacht. Ja, die Malika ist vor ungefähr einem Jahr jetzt schon im Hollitzer Verlag publiziert worden, ist mein Debütroman. Und es gibt drinnen drei Hauptfiguren und die Perspektiven wechseln. Es ist eben, man kann nicht sagen, es ist nur ein poetischer Roman oder nur ein tragischer Roman, sondern die Perspektiven wechseln auch so, dass es eine unterhaltsame, eine komische Handlung dabei gibt. Das ist ineinander verschlungen. Wirf, hörte das Mädchen die andere rufen. Es stand vor einem Bach und hielt einen Stein in der Hand. Ins Wasser, so. Die Größere machte es vor. In Tropfen spritzte ihr Lachen aus dem Bach. Maligas Finger schlossen sich um den Stein. Rund und weiß, ein Stück Gewissheit lag in ihrer Faust. Der Wassermann wartet, lockte sie Grete und deutete, da, auf eine Stelle im Bach, wo das Wasser sich brach. Ein Nix mit Schneck im grünen Haar. Aber Malika wollte den Stein nicht hergeben, nicht einmal dem Wassermann, der wartete. Grete nahm sie bei der Hand. Sie liefen den Bach entlang, feuchte Erde unter den Füßen, flimmerndes Licht über ihnen. Alles war leicht im Hellen, das Schwere blieb im Dunkeln, der Stein in Malikas Hand. Wie lange das her war, Malika sah in den Himmel. Es nieselte ein wenig. Sie zuckte mit den Schultern. Es war nicht kalt. Sie würde zu Fuß gehen. Erinnerungen nach, bis sie eingeholt wurde von ihnen. Ein Kinderbar. Früher war sie Teil eines Kinderbars gewesen, wie es ungleicher nicht sein kann. Hell die eine, dunkel die andere. Malika war die andere gewesen, mit brauner Haut und Augen wie Kohle. Kurz gelockt hatte sie eine Zeit lang ausgesehen wie ein Knabe, finster manchmal und trotzig, immer aber voll Bewunderung für Grete.